Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder seit sehr langem eine neue Folge Werkstattbesuch. Dieses Format gab es auf meinem Kanal wirklich schon lange nicht mehr, weil mir das selbst nicht so richtig gut gefallen hat. Und heute werde ich was Neues ausprobieren. Da werdet ihr mich so gut wie gar nicht im Video sehen und dafür aber den Lars. Denn zu dem fahren wir heute und da bin ich richtig gespannt. Den Lars habe ich auch schon persönlich kennenlernen dürfen. Er hat mir über ein paar Maschinen so ein paar Storys schon erzählt und die sieht man nicht immer in seinen Videos. Er hat mich auch einen YouTube-Channel, wo er immer sein Wissen preisgibt. Und genau solche Maschinen will ich mir heute anschauen, will sie euch heute auch zeigen. Und ihr sollt auch mal den Lars so ein bisschen kennenlernen. Also viel Spaß bei Werkstattbesuch 2.0. Erstmal schön, dass ich vorbeikommen darf. Liebend gerne. Und wer seid ihr denn? Stellt euch doch vielleicht mal kurz vor. Wir sitzen hier in der kleinen Schreinerei Nobelhobel. Ich bin der Lars Rüttel, bin 44 Jahre alt, bin jetzt seit 25 Jahren im Beruf fast, hab mich 2003 selbstständig gemacht mit einem VW-Bus und einem Akkuschrauber und drei Stecheisen und hab 2005 das Gebäude hier gekauft. Hab das dann über viele, viele Jahre umgebaut, also insgesamt mittlerweile 14, das ist immer noch nicht fertig. Aber die Werkstatt war aktiv nach 2 Jahren und an meinem Geburtstag im März ist hier die große Kreissäge eingezogen. Und an dem Tag habe ich schon festgestellt, dass die Werkstatt zu klein ist, was ja sich bis heute so weit durchzieht. Ja, aber es macht quasi immer noch Spaß, hier zu sein. Und das ist einfach der Lebenstraum gewesen. Die absolute Lieblingsmaschine. Geschichte dazu ist eine Felder Kreissäge K975, war damals ein Leasingrückläufer, 4 Jahre alt. Die habe ich dann übernommen von einer anderen Schreinerei. Bin bis heute absolut zufrieden. Und die Besonderheit an diesem Teil hier ist eigentlich für Möbelbau bzw. für Melaminharzplatten geeignet, dass man hier einen Vorritzer einsetzen kann. Kleines Rad, was gegenläufig läuft und die Platte unten erstmal einritzt, 2 Zehntel breiter, die das Blatt von hier oben nachher durchdringt, dass die Platte wirklich oben und unten franselfrei ist. Heute schon wieder eine veraltete Technik. Mittlerweile werden die Platten an der Kantenmaschine, wo wir später hinkommen, erstmal 2 mm runtergefräst, damit die Ausfranselungen eigentlich schon direkt fertig sind. Und man kann im Endmaß zuschneiden. In dem Fall hier ziehe ich beim Zuschneiden erstmal die 2 mm von der Kante erstmal im Kopf wieder ab, die ja später dann an der Kantmaschine wieder drauf kommen, damit mein Endmaß wieder stimmt. Ja, dann sieht man hier, da sind so ein bisschen Handmaschinen, Zubehörteile. Dann hat man da noch die viele Frässchablonen für die Oberfräse, lagere ich da. Dann hier so das Leistenregal, wo ich immer gern drauf zugreife. Das ist einigermaßen sortiert in Hartholz oder Weichholz. Das mal irgendwo, wenn man irgendwo mal ein Zubehörteil braucht, als Unterbaulatte oder ein Anleimer, dass man den nicht an der großen Bohle abschneiden muss, sondern kann hier ein bisschen drauf zurückgreifen, auf Material, was schon annähernd in dem Format ist. Ja, ich bin die Mehrerin, ich bin 21 Jahre alt noch. bin jetzt im 2. Lehrjahr und ja, spiele hobbymäßig Fußball, bin ein bisschen im Jugendrotkreuz unterwegs und ehrenamtlich im DRK und habe immer noch zu viel Zeit, sonst wäre ich nicht so viel mit dem Chef unterwegs. Wie seid ihr zum Tischler gekommen? Wie seid ihr zu dem Beruf gekommen? Speziell auch vielleicht bei dir? Ich weiß nicht, ich hatte das eigentlich in der 9. Klasse schon mal vor. Da habe ich gedacht, ach komm, hast du die 10. Klasse noch, das kommt vielleicht besser. Ja, dann habe ich mich irgendwie, war ich mir doch nicht so sicher. Dann habe ich erstmal ein FSJ gemacht mit beeinträchtigten Kindern. Hat mir echt gut gefallen. Dann habe ich gedacht, okay, machst du doch was mit den Kindern. Machst du eine Ausbildung zur Sozialassistentin und dann den Erzieher weiter. Und in der Ausbildung zur Sozialassistentin habe ich dann aber halt schon gemerkt, irgendwie wird nur mehr geschrieben, wie dass ich was mit den Kindern machen darf. Da habe ich mir überlegt, okay, machst du doch mal ein Praktikum in der Schreinerei. Und dann habe ich aber geguckt,
Ich wollte auf jeden Fall eine kleine Schreinerei und ja, dann war eine Verputzerin bei uns zu Hause und dann hat die gemeint, ah ja, ich kenne hier jemanden und dann bin ich hier gelandet und dann habe ich hier mein Praktikum gemacht und habe gemeint, hier will ich hin und habe mich auch sonst nirgends beworben, weil ich gesagt habe, hier hin oder gar nicht, ja, und dann wurde ich übernommen. Ja, hier haben wir gerade ein aktuelles Projekt liegen, Nussbaumtisch, wo später hier eine geschwungene Glasscheibe eingelegt wird, wo ich im Moment auf die Glasscheibe warte, um die dann formgenau 10 mm tief einzufräsen, damit das ganze Ding nachher bündig hier drin liegt. Und dann wird die beim Kunden einen Metallfuß bekommen. Also wir haben nur den Auftrag, die Platte herzustellen. Grundsätzlich macht mir Spaß, wenn es knifflig wird. Eigentlich gern da anfangen, wo andere aufhören. Und es irgendwo kompliziert wird. Dass man in Sachen Formbau geht, runde Formschablonen herstellt, Sachen darüber presst und eigentlich an einem Projekt lange arbeiten kann. Was aber selten vorkommt, weil es unbezahlbar wird und dann eher doch die 0815-Geschichte ist. Aber genau das ist eigentlich das, was Spaß macht. Ja. Also die Herausforderung, um quasi bei jedem Auftrag vielleicht das Rad neu zu erfinden, um zum Ziel zu kommen. Nicht nur gerade das Brett abschneiden, sondern vielleicht noch vier Ecken reinmachen. Das ist schon was anderes wie, oh, schneid mal gerade das Brett ab. Also das macht schon echt Spaß. Das hat man ja bei dem letzten Fußboden gesehen, wie du da aufgeklärt bist. Je kniffliger die Eck war, umso mehr Spaß hat sie gehabt. Ja. Ja. Was man gar nicht macht, ist genau dieses Standard- und dieses Melaminharz-Arbeiten. Also ich habe damals auch in einer großen Schreinerei gelernt, wo Melaminharzplatten das Hauptgewerk war. Und man hat als Schreiner halt leider wenig Holz in der Hand. Das ist eigentlich sehr schade, weil das Material unbezahlbar wird und weil die Arbeitszeit langwierig ist und dadurch einfach der Preis vom Stück steigt und die Wertschätzung leider nicht mehr da ist. Und wir auch so in so einer Wegwerfgesellschaft leben einfach. Und dann haben wir hier so das Stück, ohne das Melaminharzgewerk eigentlich nicht bewerkstellbar ist. Kantenmaschine, die also hier, greift da mal zu, das hier ist so eine typische ABS-Kante, sagt man, 2 mm stark, Vollkunststoff, und die wird hier mit einem Schmelzkleber aufgefahren, um die Schnittkante der Spanplatte quasi zu verdecken. Eigentlich die teuerste Maschine in der ganzen Werkstatt und die unwirtschaftlichste, muss ich schon sagen, die läuft eher selten. Nur wenn man dann wirklich gerade in dem Gewerk unterwegs ist, Kreissäge, kann ich auch Massivholz schneiden mit. Und hier bei dem Ding ist ja alles außer Melaminharzplatte irgendwo außen vor. Und hier ist also der Standardkleber, der da reinkommt. Das ist der Schmelzkleber. Das Ganze kommt hier oben in den Klebertopf rein. Und dann kann man hier gleich, wir werden jetzt hier mal eine Platte durchschieben und dann kann man sehen, was die Maschine alles an einzelnen Arbeitsschritten macht, dass die auf der anderen Seite bündig gefräst, oben, unten, vorne, hinten wieder rauskommt. Dann machen sie mal an, ohne Absauge, um die Geräuschkulisse ein bisschen klein zu halten. Sehen hier vorher Ruhekante, da ist die ABS-Kante drauf und hier haben wir noch die Ruhekante, wie vorher war. Und die Maschine hat jetzt vier Arbeitsgänge in einem gemacht. Die Kante ist, sage ich mal, 3 mm breiter wie mein Werkstück und die Maschine fräst die oben und unten bündig und kappt die vorne und hinten gleichzeitig ab. Und das Kappaggregat fährt in dem Moment quasi ein Stück mit, damit die auch wirklich an der richtigen Stelle nachher abkappt. Läuft alles durch Endanschläge. Und man betet bei jedem Teil, dass er hinten so rauskommt, wie man vorne rinschiebt. Klappt nicht immer. Wir sitzen hier in deiner Werkstatt und du hast eben noch gesagt, dass das keine hundsgewöhnliche Werkstatt ist. Erzähl doch mal so ein bisschen was über den Werdegang, wie die entstanden ist. Ja, das ist ein ehemaliges Bauernhofgebäude. Ursprünglich war genau an der Stelle, wo wir jetzt hier sitzen, war eine Backsteinwand mit diversen
Holzklappen, wo die Kühe dahinter gestanden haben. Und dann war genau hier der Fressdruck der Kühe. Das war also der ursprüngliche Zustand. Und dann war hier dementsprechend die Decke auf der rechten Seite höher, wo der Heuwagen reingefahren ist. Und hier war die Decke auf einer Deckenhöhe von dem Fenster da hinten. Ich weiß nicht, ob es gerade im Bild zu sehen ist. Originale Decken, fast unvorstellbar. Allerdings war der Boden an der Stelle auch etwas niedriger. Ja, dann war erstmal das Ziel, alle Wände raus, um mal zu sehen, wie viel Kapazität hat die Werkstatt. Was doch am Anfang beeindruckend war, bis die Säge kam. Dann war es wieder klein. Ja, und der Zwischenstand war, dass hier, also wir haben das Ding hohl gemacht bis oben. Wir konnten also hier 11,50 Meter in die Luft gucken bis oben an die Giebelspitze. Und dann stand das Ganze hier auf 3 Maibäumen, die das Dach oben gehalten haben. Und damit das noch nicht reicht, haben wir dann die Vorderfront auch noch rausgerissen. Dann stand das Haus eigentlich nur noch auf 2 Seitenwänden und diesen 3 Bäumen. Und dann haben wir wieder angefangen, das Ganze aufzubauen. Und erstmal den kompletten Betonboden hier neu reingesetzt. An der Stelle, wo wir die meiste Zeit arbeiten, ganz bewusst nochmal einen Holzboden drüber gelegt, um die Gelenke ein bisschen zu schonen. Also das habe ich in alten Firmen, wo ich gearbeitet habe, gemerkt. Der ganze Tag auf Beton stehen ist sehr ermüdend, sag ich mal. Und dann ging das über die nächsten folgenden 3 Jahre, dass man hier die einzelnen Ebenen wieder eingezogen hat. Mittlerweile 3 bis zur Spitze oben. Und hat dazu peu à peu nach oben weiter aufgebaut. Du hast gesagt, du bildest aus. Wie viele Azubien hast du bis jetzt ausgebildet? Ja, das ist mittlerweile Azubi Nummer 5. Aber das erste Mädel. Und es waren alle teilweise soziale Pflegefälle, sage ich mal, die irgendwo auch schon ein bisschen spät dran waren mit der Ausbildung. Wobei ich aber auch ganz gezielt Leute gesucht habe, die schon über 18 sind, die einen Führerschein haben und irgendwo aus dem Pubertätswahnsinn ein bisschen raus sind. Und was sich auch immer für gut bewahrheitet hat. Und es ist hier jeder eigentlich mit Freude morgens hingekommen und es ist auch jeder mit Herzschmerz hier wieder gegangen. Von mir aus, sowie auch von dem Lehrling aus. Und sie sind alle bis heute immer noch in ihrem Beruf drin und ja, mit Freude dabei. Dann haben wir hier die traditionelle alte Tischfräse, also wirklich ein altes Stück, aber auch ganz bewusst. Derbes, massives Teil, einfach stabil und unkaputtbar und dementsprechend ein bisschen modifiziert durch neue Techniken mit Tenut-Schienen und solchen Dingen, dass man hier auch die Möglichkeit hat, gewisse Anschläge zu befestigen. Arbeiten wir hier mit einer 30 mm Spindel. Hier hinten hängen diverse Anschläge, die ich hier vorne drauf spannen kann. Und dann haben wir hier in den Schubladen dementsprechend das Zubehör. Da sieht man nicht viel. Hier sieht man jetzt einen klassischen Nuter, wieder einen Falzkopf, Profilfräser, weitere Verstellnuter und dann hier auch ein Profilkopf, wo man verschiedene Messer einspannen kann. Wobei man ja dazu sagen musste, dass Material in der Schublade mehr kostet wie die Maschine an sich, dass man wirklich damit auch umgehen kann. Ja, und hier auch Hobelmaschine, kombinierte Geschichte, Abrichtdickenhobelmaschine, 60er Welle, auch so ein richtig Oldschool-Teil, massiv schwer. Also egal wie dick der Balken ist, das Ding kippt nicht um. Ja, also man sagt ja so Schleifen, das, also wenn man dann so die dritte Stunde am Schleifen ist, dann denkt man so, oh ja, okay, jetzt wäre mal schön, noch mal was anderes zu sehen. Aber ansonsten, wenn du dann mal so 2 Stunden, 3 Stunden geschliffen hast und du bist fertig, dann freust du dich ja auch auf den nächsten Schritt und dann ist das Schleifen fast wieder vergessen. Das ist ja auch genau das, was den Beruf so teuer macht im Endeffekt, ne? Diese viele Schleifarbeit, die im Endeffekt keiner sieht. Der Zimmermann, der sägt seinen Dachstuhl zu und hat viel Material in kurzer Zeit verarbeitet, aber dem sind noch die Franseln egal, das interessiert er nicht. Und da fängt ja bei uns die Arbeit eigentlich erst an. Für das Finish, für das wirklich auf den Punkt zu kriegen, dass man sagt, das hier war ein Schreiner. Und der Weg dahin, der ist langwieriger, wie ein Laie sich das vorstellt. Also die Späne, die hier oben abgesaugt werden, landen alle hier in dieser Filteranlage. Hier oben wird die Luft quasi hier abgeblasen, wie man das auch von den kleinen stationären kennt. Und unten haben wir 4 Filtersäcke. Und ganz oben hängt der 4 kW Motor, der das Ganze abzieht.
geiles Teil. Lackierraum, der befindet sich hier dahinter. Jetzt haben wir hier große Absaugwand, die zieht 8000 Kubikmeter die Stunde. Was also dicke reicht, dass man die Tür nicht mehr aufkriegt, wenn sie zufällt, ohne geöffnetes Fenster. Dann haben wir hier die Hordenwagen stehen, wo die Teile nachher reinkommen, wenn sie fertig lackiert sind. Und Farben lagern wir hier in einem Stahlschrank, wie von der BG vorgeschrieben, dass man hier einfach brandschutzsicher unterwegs ist. Ja, und hier haben wir die Langbandschleifmaschinen stehen. Die haben wir jetzt aus der Werkstatt mittlerweile ausgelagert. Die wird eigentlich doch eher selten benutzt und nimmt viel Platz weg. Die Technik ist eigentlich die, dass man hier das Stück in diese Richtung bewegen kann und mit dem Schuh quer. Und so kann ich hier eigentlich jeden Punkt auf der ganzen Fläche hier anfahren und kann hier eine gewisse plane Fläche herstellen. Gibt es irgendwelche witzigen Storys, die ihr erzählen könnt, wenn ihr mal auf einer Baustelle seid oder als ihr auf einer Baustelle wart, wo wirklich witzig war? Das Witzigste, was mir passiert ist, da hat ein, ja, auch ein Geselle neben mir gestanden und ich habe mit dem eine Staubschutzwand aufgebaut und dann wurde ich gefragt, ob der Geselle mein Azubi ist. Das ist so das ja. Witzigste, was mir bisher passiert ist. Ja. Weil eigentlich sieht man ja, wer ist jetzt Geselle, wer ist Azubi und irgendwie habe ich mit dem die Staubschutzwand aufgebaut und den ich mit mir. Ja, ich sag mal, die witzigsten Situationen entstehen eigentlich, wenn irgendwo viele sich sympathische Handwerker in einem Raum sich befinden und das macht einfach auch Spaß, wenn man da miteinander schafft und hier und da einen Witz reißt und das einfach einem die Arbeit gar nicht so schwer fällt oder auffällt, dass man am Arbeiten ist, sondern das fühlt sich fast an wie ein Hobby. Ja, das war soweit die Werkstatt, inklusive Nebenräumen. Ich denke, soweit recht gut erklärt. Und ja, schön, dass wir dabei sein durften. Schön, dass du da warst. Jetzt muss ich auch noch einmal hier rein. Ja, genau, vielen lieben Dank, dass ich kommen durfte. Danke für die ganzen coolen Einblicke, für die Werkstatt und für die ganzen Geschichten, so auch so ein bisschen aus dem Leben. Ja. Und die zwei haben einen YouTube-Kanal. Nobelhobel. Und den findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Sollen wir jetzt alle zusammen so... Ciao. Tschüss. Oh Mann. Geil.